Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills, immer noch zusammen mit Daniel. Hallo zusammen, grüß euch. Ja, super Zufall. Ich muss sagen, ich muss mich auch für die letzte Folge ein bisschen entschuldigen. Ich war da schon sehr zurückhaltend. Das war halt, wie gesagt, irgendwie um 10:30 oder was nach meiner Abendschule. Heute haben wir Freitag, Mittag, Nachmittag. Und wir haben es tatsächlich nochmal geschafft, der Daniel hat Urlaub, dass wir jetzt gerade zusammen aufnehmen können. Ich habe ein bisschen eher Feierabend gemacht, also geht es da weiter, wo wir im Endeffekt unter der Woche aufgehört haben. Und wir ernten hier natürlich immer noch. Absolut. Ja, geile Sache auf jeden Fall. Ich dachte, heute bin ich alleine. Vor allen Dingen, weil ich halt schon wusste, ich hatte von Anfang an vorher heute direkt nach Arbeit aufzunehmen, weil ich auch für heute keine Folge mehr habe. Also wir sind nicht live, aber 2-3 Stunden verzögert oder so zu euch gerade wahrscheinlich, je nachdem, um wie viel Uhr ihr guckt. Auch mal cool. Das stimmt. Wenn ihr euch quasi ganz viel... so lange nehmen wir ja gerade aus. Das hätte ich gesagt, wenn ihr die Folge gucken und Kommentare jetzt in die Folge reinschreibt, können wir das sogar noch in derselben Aufnahme beantworten, aber das schaffen wir gar nicht. Ja, nee. Heute nicht. Aber wir müssen heute Abend nochmal aufnehmen. Stimmt. So. Die erste Umrundung haben wir gepackt. Auf jeden Fall haben wir uns gerade schon wieder so ein bisschen über Gamescom unterhalten und dir ist da was aufgefallen, möchte ich es mal nennen. Ja, was heißt aufgefallen? Es ist halt, ich habe mir mittlerweile jetzt im Nachgang zu den letzten Aufnahmenfolgen oder der letzten Aufnahmetermin mit David, hatte ich mir jetzt mal auch andere YouTuber angeguckt, die den Landwirtschaftssimulator vorgestellt haben. Und ich weiß nicht, was halt bei dir wirklich raussticht, ist einfach die Tatsache, dass gerade die Folge mit der Karte, wo du halt Felsbrunnen ausführlich zeigst, das macht eigentlich keiner. Jeder eiert da immer nur auf diesen Geräten rum. Und ist hier mega happy und tralala und hopsasa, aber, na klasse, jetzt legt ihr mir beiden hier vor die Nase. Echt? Ja, du hast jetzt hier beiden vor die Nase gelegt. Ah, schön. Ja, genau, ist egal, dann fahren wir ja außen rum. Das ist eigentlich für dich ein übelstes Alleinstellungsmerkmal, finde ich persönlich. Und das mache ich seit dem LS13 Titanium, glaube ich, auf der Gamescom. Oder seit dem LS15, ich bin mir nicht ganz sicher. Seitdem habe ich jedes Mal auch die Karte vorgestellt, ob jetzt ein Add-on kam oder ein neues Spiel. Und das ist bei mir auch so ein bisschen Tradition. Es ist nicht das Video, was, glaube ich, die ganz viele Leute so anspricht. Die meisten interessieren sich dann doch eher so für die allgemeinen Neuerungen. Aber ich glaube, es gibt doch immer mal einen Kreis. Die Geräte. Ja, genau, die Geräte. Wobei, man kann es jetzt sehen, wie man will. Manche sagen vielleicht auch, die Map ist eh unwichtig. Nach einem Monat nehme ich eine Mod-Map. Andere sagen, die Standardgeräte sind unwichtig. Ich spiele eh nur mit Mods, ne? Da kann man sich alles so drehen und wenden, wie man das braucht, ne? Also ganz ehrlich, die Karte, da hat Potenzial. Jo. Ich bin mal gespannt, ob man es schafft, Karte, die man am Anfang vom Spiel jetzt mal bekommt, dass die nicht so langweilig wird, ob man die mal komplett bis zum nächsten Release des nächsten LS durchziehen könnte. Ich glaube, das könnte man bei der Karte. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen, einfach weil ein bisschen Abwechslung sollte dann doch schon sein, finde ich. Ja, klar. Gerade wenn man dann wieder zwischendurch sieht, was dem Modern so einfällt. Auf der neuen Basis. Ja. Aber was ich auch interessant finde, das hast du ja auch gemeint, man sieht immer sehr, wo die Interessen auch der YouTuber liegen. Und auch, was ich noch viel interessanter finde im Vergleich zu den Medien. Also ihr könnt ja mal bei Computerbild oder wie sie alle heißen, bei PC Action, PC Games, diese ganzen alten Printmagazine, die mittlerweile nur noch online irgendwelche oder primär auch online ihre Artikel anbieten, ne? Da musst du mal durchgucken, worauf die denn so achten, gerade bei Spielen wie den Landwirtschaftssimulator, die wird es wahrscheinlich nicht auf Platz 1 stehen, sondern irgendwo, macht man halt auch News zu, aber ist in Anführungsstrichen für uns nicht so wichtig. Da ist das dann nämlich wirklich so teilweise schlecht recherchiert. Aber das wird langsam besser. Aber das ist halt dann so, ne, man schreibt zwei Absätze dazu. Die Interviews dauern 2 Minuten. Oh, John Deere ist dabei und, keine Ahnung, es gibt jetzt Pferde. Da weiß man halt so 2-3 News und das ist einfach sowas von undetailliert im Vergleich. Da muss ich auch sagen, gerade die Games, GameStar, ja, die habt noch nicht mal auf ihrer Update-Liste drauf, seit Jahren nicht, dass der Landwirtschaftssimulator rauskommt.
weißt du, in Battlefield oder sowas steht drauf, aber Landwirtschaftssimulator, allein wenn du nach den Verkaufszahlen gehst, der müsste da meiner Meinung nach drauf. Und das Einzige, was da aus einem Kommentar rauskam, auf wie sie einen Überblick gemacht haben über die Gamescom in Köln, ja, der Landwirtschaftssimulator wartet im November mit seinem neuen Teil auf. Die Grafik hat sich jetzt etwas gebessert. Ja. Das war quasi die Quintessenz des ganzen Vorstellungs-Trades von der GameStar zum Landwirtschaftssimulator. Was ich ein bisschen schwach finde. Gut, aber es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt Fan bist von Elder Scrolls. Ne? Elder Scrolls ist ein riesiger Titel. Ich glaube, dieses Jahr kommt sogar ein neues raus. Ne? Bin ich mir noch nicht sicher, ob dieses Jahr schon eins kommt. Aber ja. Anno kommt. Ja, oder sowas, ne? Und da haben die selber einfach schon 10, 15 Jahre Erfahrung mit. Da heben die dann kleine Verbesserungen ganz weit nach vorne und sagen nicht einfach nur allgemein, die Grafik ist besser geworden. Ah, ich weiß nicht. Ich find's ein bisschen unbefriedigend. Also, ich find's nicht genug gewürdigt. Ja. Generell finde ich, in der Spielelandschaft ist der Landwirtschaftssimulator bei den Games, bei den Computerspielredaktionen nicht genug gewürdigt. Ja, der geht doch leider immer noch unter und mittlerweile ist er halt echt kein schlechtes Spiel mehr. Das ist ein 8er, 9er, 11er bis hin zum 13er. 13er würde ich sagen, stellt so den Übergang dar für mich. Ab da kann man, glaube ich, den LS auch vom Spiel her allgemein schon ernst nehmen. Haust du nach der Reihe gerade nochmal deinen Traktor? Ich bin bei 90% Volumen. Jo, alles klar. Danke. Ja, ich weiß nicht, weißt du jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt an den Simulatoren bleiben, in Spielen wie Two Point Hospital, der direkte Nachfolger von Theme Park Hospital, hat einen Ultra-Hype ausgelöst, ja? Obwohl das auch nur ein Simulator ist. Krankenhaussimulation. Manchmal spinnt das, wenn man aus dem 8R raus möchte. Wieso kommt es nicht mehr raus? Ja, ist häufiger so. Ach so, das muss ich auch noch erklären, Leute. Manche haben sich gewundert, der 8R hat auf einmal 0 Stunden runter. Habt ihr da etwas gecheatet? So alte, der ist doch schon jetzt auch ein paar Wochen alt. Noob hat den upgedatet. Das ist der ganze Zauber dahinter. Davon gab es eine neue Version. Wo hat denn der Betriebszähler? Ach so, da unten, 29 Stunden. 29? Ah, nee, das rausgehen, das... Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist Dings, was du anmachst. Wenn du rausspringst und Leertaste drückst, dann geht der IC-Steuerung an. Jetzt stehe ich so weit vom Traktor weg, dass ich die IC-Steuerung nicht mehr ausmachen kann. Dann drück E. E? Dann bist du wieder drin. Ah, und dann geht... Dann ja, kannst du die ausmachen und wieder rausgehen. Dann geht's meistens. Ah, du darfst nicht Shift drücken. Shift zum Rennen darfst du nicht drücken. Dann geht die IC-Steuerung an bei mir. Ach so, ist das. Wie bescheuert. Das ist nicht ganz so schön. Naja, müsst mal umstellen bei dem Traktor in den Einstellungen. Ich fahre jetzt gleich direkt hier den Kollegen weg, weil 85%... Ja, ich lass mich mal ein bisschen schwarz vorbereiten. Ja, eben. Wir haben auch irgendwie einen ganz tollen neuen Ballenwagen, den haben die Jungs rausgesucht. Die werden dann sicher auch in der nächsten Aufnahme mitspielen und dann werden wir hier zusammen anfangen, die Ballen abzufahren und dann müssen wir alles noch grubbern und so. Also gibt auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich diese vielseitige Berichterstattung schon ganz gut. Ich meine, man kann dann einen YouTuber gucken und erfährt einiges. Je nachdem, welcher YouTuber das ist. Oder man guckt halt viele, weil die meisten sind doch, wenn sie gehypt sind, auch so in der Stimmung, sich einfach mal 2-3 Stunden Gamescom-Material reinzuziehen. Glaube ich. Das stimmt, denen, ja. Dass vielen da auch ein Video nicht reicht und man merkt es halt einfach, ne? Bekanntes Beispiel war jetzt, worüber alle geredet haben, die Feuerwehr im Ort, als Deko-Objekt war ja eigentlich klar im Teaser. Für den einen ist das Feature schlechthin, wenn man da dieses Gebäude in der Stadt hat. Und im anderen juckt es halt einfach nicht. Ja. Ja, wie gesagt, das ist wieder das Thema mit den eigenen Präferenzen, die du einfach hast. Ja. Einer freut sich einfach, wenn ein Traktor dabei ist, den bei ihm im Ort schon seit 20 Jahren rumfährt. Der andere ist happy, weil er selber, sag ich mal, in der Jugend oder Berufs- oder Freiwilligen Feuerwehr ist, der interessiert sich halt daran, wer daran gedacht wurde. Andere haben sich wahrscheinlich mega gefreut über die Tatsache, was wir damals gespielt haben, man bei den Häusern die Kloaken auspumpen musste oder den Müll abholen durfte. Weißt du, das sind einfach so Sachen, wenn du da Bock drauf hast, dann freust dich da drauf.
Aber ob es jetzt das, ich glaube, es gibt nicht das eine Ding, wo jeder sich drüber freut. Dafür eben. Ist einfach die Spielerschaft und auch einfach die Interessen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Server hat im Moment manchmal ein bisschen Probleme. Also es ruckelt seit einigen Aufnahmen, so 2-3 Aufnahmen, häufiger als früher, finde ich. Also bei mir ruckelt es gar nicht. Also hier am Hof gerade. Ja, am Hof. Du hast wahrscheinlich im Moment die Polygonbomben schlecht hinterstehen wahrscheinlich. Naja, der 8R ist unten, den Klaas fahre ich gerade. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt den Spielstand hier 420 Tage oder so. Naja. Dafür und auch für die Menge an Geräten läuft die Map sehr performant. Da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist ja eigentlich so ein typisches Problem bei einer Mod-Map. Ich erinnere nur an Stappenbach und so. Die Leute finden die total geil, spielen die eine Zeit lang. Und sobald sie dann einen ordentlichen Fuhrpark haben, in einer höheren Leistungsklasse, mittlere Größe mindestens, und dann ein paar Geräte dabei, dicken Drescher dabei, dann ist auch schon vorbei. Also dann spielst du auf einmal mit 20 FPS am Hof oder so, obwohl du einen guten Rechner hast. Ja, gerade Thema Stappenbach, wo beworben wird, ja, mit mehr Spielern mehrere Höfe bewirtschaften. Dann hast du keine Ahnung, das ein und selbe Gerät vielleicht auf 4 Höfen stehen. Ja, da können die Map-Ersteller im Endeffekt auch nicht so viel für. Nee. Klar, man kann optimieren, so gut es geht, aber irgendwo setzt das Spiel ja auch Grenzen. Warum läuft das heute wie ein Sack Schrauben? Du leckst aber, finde ich. David? Ja. Da? Ja. Weil du bist andauernd von der Stimme jetzt weg. Komisch. Muss ich mal beobachten. Ah, gut, das stört aber nicht eine Aufnahme, weil die Leute hören ja nur dich dann. Und du kommst bei mir super flüssig an. Ja, aber immerhin, das ist doch das Wichtigste. So. Ist ganz schön anstrengend, wenn es ein bisschen ruckelt zwischendurch. Ah, drückt halt die Narration. Daran merkst du halt immer nochmal wieder, dass du in dem Spiel drin bist. Ja, und vor allen Dingen so, weißt du, wenn du so denkst, okay, ich fahre jetzt sauber um die Kurve und es reagiert erst 2 Sekunden später. Oder sowas. Oder ruckelt es aber bei dir ein bisschen heftiger als nur ein bisschen. Ja, es ist irgendwie, am Anfang habe ich davon gar nichts gemerkt auf dem Feld. Jetzt wird es auch gerade wieder besser. Muss ich mal beobachten. Aber ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung. Ich habe jetzt ein paar Informationen gelesen zum Thema PC-Anforderungen, Mindestanforderungen. Die stehen jetzt auf Steam. Also wer die genau haben möchte, guckt da bitte nochmal nach. Was ich mir jetzt so gemerkt habe, ich kann jetzt auch nochmal nachschauen eigentlich, ne, nebenbei. Wenn ich hier eh beim Abtanken stehe, kann ich ja eben Steam aufmachen. Dann kann man da nochmal genauer drüber reden, weil die Anforderungen sind nicht mega hoch. So ist es nicht. Was ist das hier für ein Scheiß? Jetzt soll ich meine E-Mail aktualisieren von Steam? Warte, ich gucke. Ich bin schon dabei. Ich glaube, das läuft als Farming-Simulator, oder? Ne? Also das Minimum sind bei einem Windows-Prozessor in 64-Bit-Windows-System, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ein i3-Prozessor mit 2,5 GHz oder ein AMD-Prozessor FX4001 mit 3,6 GHz. 4 GB Arbeitsspeicher oder 4 GB RAM. Und mindestens eine Grafikkarte, eine GeForce GTX 650 oder eine AMD Radeon HD 7770. Ja. Also du brauchst mindestens eine Grafikkarte mit 2 GB VRAM, DX11 Support. Ja. Was ich aber krass finde, ist mittlerweile 20 GB verfügbarer Speicherplatz. Das habe ich nämlich auch gedacht. Da sieht man dann wirklich, wie viel Content auch über die Fahrzeuge einfach ins Spiel kommt, ne? Ja, weil, wenn ich jetzt mal gucke, beim LS17 sind 6 GB. Alter, ich dachte, das wären ja jetzt auch schon 10 oder so. 20? Nein, 6. Zu 6? Ja. Ist ja Verdreifachung. Also noch mehrere Sachen sind. Du hast dann noch das Thema Arbeitsspeicher. Wir sind jetzt 4 GB, waren beim LS17 2. Okay. Bei der Grafikkarte haben sie jetzt auch 2 GB VRAM angegeben. Mindestens im LS17 ist es 1 GB. Ja. Ansonsten hat Internetverbindung ist klar zum Aktivieren und für den Online-Modus, ne?
Aber ich glaube fast, da können wir in der nächsten Folge noch ein bisschen was drüber reden, weil da gibt es auch immer eigentlich relativ viel, was die Leute da interessiert. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.